Was geht ab? Herzlich willkommen in den heiligen Hallen des Invictus Gym. Wir melden uns mal wieder zurück zu einem aktuellen Formcheck. Der liebe Justin, Mitarbeiter des Monats, ist, wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, nicht in seine wohlverdiente Offseason gestartet nach der Baden-Württembergischen, sondern hat richtig Blut geleckt und ist weiter auf Diät geblieben, was uns zu der Situation gebracht hat, dass wir nun, dein Nippel irritiert mich höllisch, Digga, dass wir nun 8 days out sind bis zum Big Man Weekend in Portugal, einem oder der wahrscheinlich größte Pro Qualifier dieses Jahr. 27 Pro Cards gibt es zu gewinnen, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist unser Ziel. Aber Justin ist heute nicht alleine da. Wir haben tatkräftige Unterstützung vom lieben Dominik Wolwart, auch ein Athlet von mir. Für die Leute, die die deutsche Bodybuilding-Szene verfolgen, wahrscheinlich schon ein kleines Urgestein. Und auch Dominik hat sich als Ziel gesetzt, dieses Jahr die Pro-Card zu bekommen. Beide starten wahrscheinlich in derselben Klasse, in der Heavyweight-Klasse bei der NPC, also bis 102 Kilo. Justin, one week out, Dominik aktuell 17 oder 16,5 Wochen bis zur Dennis Wolf Classic. Wir müssen erst noch einen Qualifier machen. Heißt, wir haben jetzt jemanden, der gerade am Ende seiner Cruise-Phase ist, dementsprechend relativ schlapp und scheiße aussieht. Und dann haben wir jemanden, der eine Woche vor dem Wettkampf ist, auch relativ schlapp und scheiße aussieht. Und die beiden werden wir jetzt mal nebeneinander stellen. Dick und doof, ne? Bei dem einen funktioniert das Hirn nicht mehr, der andere hat noch ein paar Kohlenhydrate, ist ein bisschen fetter. Und ja, ihr wiegt, glaube ich, ungefähr dasselbe gerade, ne? Ja, ihr dürft vor die Kamera treten. Bei der Anmoderation. So. Blick, ob ich gehe. Ja. Zu meiner Linken. Gimli, Halbmast. Nein. So. Ja. Ihr habt gerade Push trainiert. Dementsprechend Titten sind mit den paar Kohlenhydraten, die ihr so habt. Nee, die Pumpe ist schon wieder raus. Der ist schon wieder raus. Ja, ohne Scheiß, ne? Ja. Ja, das ist komisch in der Diät, ne? Also es kommt noch, aber das ist dann auch ratzfatz wieder weg. Es kommt, aber es ist wieder weg. Trotzdem, wir haben uns Mühe gegeben, dass ihr möglichst gut aussieht. Und ja, bevor wir jetzt lange sammeln, was wiegt ihr gerade? Ich habe heute Morgen Low Gewicht gehabt mit 105,5 Kilo. Genau, 102 darfst du wiegen. Am nächsten Donnerstag, also genau in einer Woche, ist die Waage. Ja. Das schaffen wir easy. Zur Erinnerung, vor der Baden-Württembergischen haben wir eine Woche vorher noch 110 gewogen. Und wir haben auch die 102 geschafft. Und du wiegst gerade? 5 Kilo sind weg, 109. Genau, 109 Kilo und darf in 17, 16 Wochen auch 102 wiegen. Wir werden aber natürlich in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen wachsen. So, ich werde mich mal in die Richtung bewegen, die Jungs machen sich nackt und dann schauen wir mal. Wie ihr gleich sehen werdet, beide sind vom Körpertyp ziemlich ähnlich. Sehr ausgeglichene Athleten, wenig Schwachstellen, ungefähr gleich groß. Dominik ist schon ein gutes Stückchen länger am Eisen als Justin, obwohl, ich weiß gar nicht, ob du länger am Eisen bist, aber du bist. Ich habe spät angefangen mit 24. 24, wann hast du angefangen? Mit 16. Ja, nee, dann trainiert ihr eigentlich ungefähr beide gleich lange. So, klar, Formunterschied sieht man so auf den ersten Blick, aber von der Linie seid ihr super ähnlich, das ist krass. Ich würde sagen, wir machen mal tatsächlich, hast du sie beide drauf, ich ohne Probleme? Wir machen tatsächlich mal Line-Up und auch alle Vierteldrehungen mit. Also, Front-Line-Up. Schön aufbauen, Druck auf die Beine. Justin hat gestern Quads trainiert, deswegen sind die ein bisschen dicht. Und Vierteldrehung nach rechts. So, Justin sieht man jetzt schön die Streifen der Seite im Arsch. Luft ganz raus, richtig Druck auf die Seite. Sehr schön. Und Vierteldrehung nach rechts. Schön Beuger frei machen, groß machen. Ah, Dominik macht sich mal ganz auf hier. Jawohl. Er ist so dickchen. Ja, und Dominik ist so ein bisschen schief, ne? Die eine Seite. Okay. Und Vierteldrehung nach rechts. Und Luft raus. Luft raus, Justin, Luft raus. Druck auf die Brust. Und Frontansicht. Doppelbizeps. Sehr, sehr gut. Und Lunge Spread. Schön Druck auf die Beine. Okay. Und Side Chest.
Schön Druck auf die Brust hinten schieben. Und Rücken doch auf die Bizeps. Schön Druck auf den Beuger. Yes. Und Lat Spread. Ganz aufmachen. Auf Justin, komm, raus. Zack. Jawohl. Mega gut. Und seitliche Trizeps, Bauch bleibt drin. Sehr schön. Und noch Bauch, Beine. Streifen sind auf jeden Fall da. Muskulär. Yes. Justin hat wieder 2 Kilo während des Posens verloren. So. Das ist die Form, interessanterweise, One Week Out bei Justin. Alles, was Wasser hält, ist noch drin. Das wird ab morgen langsam eliminiert. Vom letzten Wettkampf können wir aus Erfahrung sagen, dass tatsächlich ziemlich viel Wasser bei dir noch abhaut. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Form nachher on point ist. Ist richtig gut? Ja, sieht echt gut aus. Bei Dominik muss ich ehrlich sagen, es ist krass, wie du neben Justin aussiehst. Ich würde sagen, du hast auf jeden Fall noch eine bessere Linie. Das wird Hammer. Also da bin ich gespannt, was in 17 Wochen passiert, was dann kleben bleibt. Flat and fit. Gucken wir mal. Schauen wir. Also, das ist auf jeden Fall unser deutscher Bodybuilding-Nachwuchs. Wenn die beiden nicht in nächster Zeit ihre Pro-Card kriegen, dann weiß ich auch nicht. Und damit haben wir auf jeden Fall mal wieder Hoffnung im offenen Bodybuilding. Jawohl. Also 2:12 so ein Quatsch machen wir nicht. Ja, wir machen richtiges Bodybuilding. Ansonsten schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den beiden haltet. Und ganz wichtig, ab nächster Woche, je nachdem wann dieses Video rauskommt, gibt es die Justin Musiol Week. Wir werden jeden Tag der Peak Week auf Justins Kanal genau dokumentieren. Da wird es richtig raw, uncut Videos geben, bestimmt jeden Tag 45, 60 Minuten. Ihr werdet jeden Tag genau sehen können, wie Justin ist, wie Justin trainiert, wie Justin leidet, was wir machen müssen, damit wir das Gewicht schaffen. Und vielleicht das Ganze mit Happy End. Sowas gibt es im deutschen Bodybuilding. Vielleicht zuletzt so mit der Roman Fritz Week. Aber wir werden das Ganze noch toppen. Also auf jeden Fall jetzt schon mal bei Justin ein Abo dalassen. Habt ihr sowieso schon gemacht. Könnt ihr gespannt sein. Und ja, von mir wird es zwischendurch auch noch was zu hören geben. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.